Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier aus Coral Bay, Zypern. Ich habe mir einen ganz schönen Hintergrund gesucht, um über ein sehr angenehmes Thema auch zu sprechen. Und zwar geht es da um die Online-Marketing-Vorteile. Was sind die Vorteile, die so ein Online-Business wirklich schmackhaft machen und Lust auf mehr, sage ich mal. Da habe ich mir 9 Stück zusammengeschrieben. Und Grund Nummer 1 ist die Business-Automatisierung. Du kannst wirklich nahezu alle Tätigkeiten oder einen Großteil der Tätigkeiten kannst du über geschickte Techniken automatisieren, da du ja mit digitalen Produkten zu tun hast und die zum Beispiel auch digital auslieferst. Das heißt, du brauchst keine, wie bei physischen Waren, musst du wirklich manuell alles von A bis Z organisieren. Und ja, Online-Marketing ist ein digitales Business in der Regel. Punkt Nummer 2 ist die Zeitunabhängigkeit. Du kannst auch um 3 Uhr nachts deine Produkte ausliefern, wenn jemand um die Uhrzeit deine Produkte kauft. Du kannst arbeiten, wann du willst, auch um 3 Uhr die Nacht, wenn du magst. Das ist der zweite Vorteil. Der dritte ist die Ortsunabhängigkeit. Du brauchst im Grunde genommen, kannst du, egal ob du in Neuseeland oder in Hessen sitzt, sage ich jetzt mal, ist wurscht egal, denn du brauchst nur einen Laptop mit Internetanschluss und optimalerweise noch ein bisschen einzelne technische Tools wie eine Kamera zum Beispiel, wenn du hier wie ich kleine Videos drehen willst zum Beispiel. Viertens ist das passive Einkommen. Das heißt, wenn du deine Produkte aufsetzt oder auch Affiliate-Marketing betreibst, kannst du geschickt agieren, Blogbeiträge verfassen und gute Videos bringen und du kannst von denen wirklich jahrelang, sage ich mal, profitieren und eine Art passives Einkommen dadurch aufbauen. Punkt Nummer 5, ja, die Webseite oder ein WordPress-Blog ist dein bester Verkäufer. Du brauchst keinen Außendienst. Du musst nur selbst Experte auf deinem Gebiet werden. Was heißt nur? Das heißt, wenn du eine Leidenschaft für ein Thema hast, dann kannst du das auch ausleben und wenn du dort Grundlagen hast. Also die Webseite ist das A und O, das Herzstück deines Business. Wenn du dir das zu Herzen nimmst, dann brauchst du weder Außendienst noch irgendwelche Mitarbeiter. Das ist das Schöne daran. Also kein teures Personal zum Beispiel. Punkt Nummer 6, du hast sehr überschaubare Start-up-Kosten. Also wenn du ein Business starten willst, hast du wirklich überschaubare Kosten im Vergleich zum Ladengeschäft, wo du 10.000 Euro in die Hand nehmen musst. Du brauchst eigentlich nur dein Gewerbe anmelden, dein Domain und Hosting festlegen, E-Mail-Marketing betreiben und noch diverse überschaubare Kosten. Da werde ich nochmal ein separates Video drüber machen, was ich zum Beispiel monatlich bezahle. Ist wirklich sehr überschaubar für ein eigenes Business, was wirklich Geld abwerfen kann. Tolle Sache. Ja, siebtens, du musst kein Technikfreak mehr sein. Wie früher musstest du programmieren können, um eine Webseite zum Laufen zu bringen. Also du musst kein, du kannst im Grunde genommen auch als Technik-Legastheniker erstmal starten und musst dich dann Schritt für Schritt trainieren, sage ich mal, über sehr gute Kurse zum Beispiel, die du belegen kannst. Also wie gesagt, diese Technikkomponente wie die PHP-Programmierung, da habe ich mich früher auch aufgehalten, wie verrückt. Das frisst Zeit und bringt dein Business nicht zum Laufen. Punkt 8, ja, be your own boss quasi ist Online-Marketing auch ein wichtiger Leitspruch. Du kannst dir aussuchen, mit wem du arbeitest und wessen Produkte du vermarktest und wie dein eigenes Produkt hundertprozentig auszusehen hat. Und neuntens, du agierst in einem absoluten Wachstumsmarkt. Ich sage da nur mal das Stichwort Mobile Marketing. Das heißt, in Zukunft wird sich auch alles viel mehr über die Handys, über die mobilfähigen Geräte abspielen. Und das sind aus meiner Sicht die 9 krassesten Vorteile im Online-Marketing. Wenn dir noch weitere dazu einfallen, gibt es sicherlich noch eine ganze weitere Kette und an Argumenten und Vorteilen im Online-Marketing. Dann bitte poste das hier unter dem Video. Und wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch alles Gute hier aus Coral Bay. Und wir sehen und hören uns im nächsten Online-Marketing-Video. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.